Und wir mögen. Ich geh hinauf. So, meine Jungs. Dann machen wir euch mal platt. Okay, die schmeißen wieder Minen. Ich erinnere mich ganz gut. Gib dich auf! Bisschen blöd. Ich glaube, ich bin so. Das erscheint mir nicht plausibel. Ich überlege die ganze Zeit, was wir jetzt eigentlich machen wollten. Das ist schon wieder eine Weile her. Und ich glaube, wir suchen unsere Sie, also unseren uralten Androiden, der die geheimen Pläne... Wen kriegen wir nicht raus? Versunkenes Gap? Ja, immer noch nicht toll. Und jetzt laufen wir die ganze Zeit mit schwarzen Beinen rum. Ist schon witzig. Also nicht die ganze Zeit, aber ziemlich lang. Ist schon ziemlich cool. Wie lange dauert es, bis wir wieder sauber sind? Ganze Weile, ne? Könnt ihr mal drauf achten? Ah, es wird schwächer. Na, ist bock. Ich glaube, das war es jetzt schon fast. Jedenfalls haben die Revengers oder was weiß ich, wie die heißen, haben unsere Sie geklaut, also unseren antiken Androiden, Anklopfen ist wohl keine der Option. Wir suchen uns einen eigenen Weg. Okay. Und im Wald, ich dachte, wir müssten jetzt in den Wald. Müssten wir nicht eigentlich jetzt in den Wald? Ideen, Kerl? So, R1 vermute ich mal. Denkst du, du kannst diese Kupplung zerstören? Finden wir es raus. Und schon haben wir wieder was kaputt gemacht. Zweifel? Können zumindest jetzt da drüber laufen. Okay, hier blinkt noch was. Ich von hoffe, hier funktioniert der Lift wohl nicht. Okay, Fahrstuhl. Wahrscheinlich wieder nur ein Rückwegding. Aber hier kann man doch eigentlich auch geschmeidig runterspringen. So, und jetzt können wir hier rüber. Wie auch immer die hier rüber gekommen sind. Lass mal das mal, ne? Okay, da ist eine Bombe. So. Okay, jetzt sieht es schon ein bisschen mehr aus wie ein Wald. Vielleicht sind wir da doch schon hingelaufen beim letzten Mal. Hab einige Gegner gesichtet. Ach, echt? Das ist gut. Alles glaube ich nicht. Du wirst nicht entkommen. Kurzer Kinnbart. Ich hoffe immer noch auf eine andere Haarfarbe. Aber ich glaube, da haben wir echt Pech. Kurzer Kinnbart. Okay, sieht aus wie eine andere. Hä? Seht ihr da irgendeinen Unterschied? Aber gut. So. Dann schaue ich nochmal meine Lieblingskarte. Ich liebe es. Wenn diese goldene Linie da einfach mal einen Knoten nach dem anderen macht. Okay. Marin hat also doch beschlossen zu kommen. Ja, sie glaubt, dass Tenalor dem Pfad wirklich weiterhelfen kann. Alles klar.
Aber seit sie hier ist, wirkst du fröhlicher. Okay, konzentrieren wir uns. Sie braucht uns. Sieht schon ziemlich nice aus. So, also der geheime Planet mit dem Jedi-Dings hier, das ist Tenelor. Und wir holen ein Echo. Dieser Schrotthaufen könnte jede Sekunde versinken. Na, das wird halten. Warte nur, bis du das Innere siehst. So, als Travis die Raider aus mehreren... das ist aber nicht das, was es gerade war. Das ist mein... Hä? Was? Falsche Taste? Komisch. Egal. Okay. Ich denke mal, die wissen selber, wie kompliziert das hier ist. Aber das sieht schon so nice aus, Mann. Und wir sind, glaube ich, jetzt zu dem... zu diesem Todesstern-Ding, was da war, ne? Zu diesem riesigen Schiff. Das haben wir doch aufgebrochen. Und ich vermute mal, dass das vielleicht dieses Riesending sogar ist, wo wir uns gerade drin bewegen. Okay, hier rüber. Ha, okay. Ich bin mal auf D-Nap in einen Frachter eingebrochen. Ach, irgendwelche Tipps? Okay. Nein. D-Nap habe ich auch noch nicht gehört. Weiß gar nicht, warum ich das erwähnt. Kannst du das wegschaffen? Absolut. Okay. Okay. Gut. So. Spätestens jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren, aber ist ja dann ziemlich geradlinig nach unten. Aber der fliegt auch nach unten. Müssen wir hier nach unten? Nee. Oder ist er aus Solidarität jetzt hinterhergesprungen? Feinde? Okay. Ja, das habe ich gehört, genau. Dann stehst du unter mir. Jetzt wirst du gegrillt. So. Ey, ich stehe so auf dem Plaster. Okay. Den Schuss aufrechterhalten. Eröffne Feuer. Ich glaube, wir müssen einen gescheiten Treffer landen, dann geht sich die Plasteranzeige wieder auf. Falls das jemand genauer weiß, kann das vielleicht mal in die Kommentare schreiben. So, das war auch knapp. Haben diese Droiden gestritten? Das passiert öfter, als man denkt. Kein Wunder, dass sie verloren haben. Komm schon, weiter geht's. Okay. So ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass sie uns immer jemanden zur Seite stellen. Also, wir sind völlig imba, ja? Also wirklich. Völlig overpowered, overrated, was weiß ich, keine Ahnung. Aber die haben uns, glaube ich, immer jemanden zur Seite gestellt, damit wir wissen, wo es lang geht. Hast du mich vermisst, BD? Okay. Okay, er bleibt ruhig. Alles gut. Krass. Das Ding ist riesig. Wo auch immer wir gerade sind. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Und wir fahren wieder hoch. Echt irre. Also die Bilder sind wirklich fantastisch. Da wird Großes erzählt. So. Das wäre zu einfach. Ein Versuch ist es immer wert. Ach, ja, okay. Also so doch nicht. Und hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Halten wir einen Moment an. Sieh dir das an. Puh, kurz durchatmen. Okay. Da ist nix. Okay.
Und da oben rein vielleicht? Haben wir jetzt was übersehen? Bleibt wachsam. Wenn jemand herkommt, erledigt ihn. Okay. Oho, der hier hat begriffen. Sie wollen zu uns. Keine Gnade. Bleib, wo du bist. Ich störe ja nur ungern. Schließ ihn ab. Spüre den Schmerz. Das war gar nichts. Komm schon. Oh, zu langsam. Sieh. Weiter nach oben, ja? Irgendwie. Okay. Was ist mit dem Button? Da. Ich habe nie an dir gezweifelt. Was ist mit dem was? Mit dem Button? Geh weiter. Ich sehe mich um und sorge dafür, dass wir keine Überraschungen erleben. Bude wird tiefer im Lukhalk wieder zu dir stoßen. Okay. Dann... Ich glaube, man kann hier eine Menge übersehen. So im Nachhinein, wenn ich da gerade mal so drüber nachdenke. Okay, und hier brauchen wir den Typen eigentlich. Zumindest hat der sonst immer irgendwas abgeschossen. Kann ich das machen? Naja, dann gehen wir mal hier lang. Okay, man kann auch einfach vorbei. Und da müssen wir da oben rein. Oh Gott. Oh nein. Jetzt komme ich irgendwie nochmal. Ich glaube, das war's jetzt. Geh nicht auf und... Na, toll. Okay. Es erlöst uns. So, jetzt nochmal. Falsch. So. Und vor... Okay. Na, ich glaube, das reicht nicht. Ja, wir versuchen es jetzt einfach. Ja, genau. Klappt gut. Nein, mach jetzt. Ach. Okay. Ey, ich krieg gleich einen Krampf, wirklich. So. Ich klettere an einem schrottreifen Kriegsschiff hoch. Was wie in alten Zeiten. Was? Wo wollen die denn hin? Okay, Abkürzung. Und wir haben Besuch. Ist jetzt schon einer von den etwas besseren? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst hätte er einen Namen. Boah, nee. Muss man echt schwindelfrei sein. Gehör geht nicht. Einfach mal so. Hey. Okay. So. Gibt's jetzt hier zwei Richtungen? Okay, hier können wir mal Auge machen. Damit könnten Sie einen ganzen Planeten erobern. Und Heinek Tanebus. Aua.
muss mich konzentrieren. Jetzt bist du da. Jetzt bist du dran. Du wirst fallen. Und selbst wenn. Hilf mir bitte. Halt's Maul. Okay. Das heilt wieder. Und tschüss. Na. Jetzt hör auf, dich festzuhalten. Stirb wie ein Held. So. Das ganze Schiff weiß jetzt, dass wir da sind, oder? Okay. Wahrscheinlich das häufigste Wort, was ich benutze. Okay. Ganz verstanden habe ich es jetzt trotzdem noch nicht. Warum genau sollen wir in dieses alte Kriegsschiff rein? Oder ist das die Basis, wo in den Tiefen dann sie versteckt wurde? Also unser antiker Droide, den wir ja versuchen. Wir haben eine Abkürzung freigeschaltet. Okay. Da oben können wir eigentlich nochmal durch. Hopp. Kommen wir da hin? Eher nicht. Ja, unten. Versperrt. Oder verklemmt. Oder sonst was. Sie geht nicht auf. Auf der anderen Seite ist ein einfach Eindringling. Zur Seite und durch. Okay, versuchen wir es mal. Okay. Verschwinde. Hast du schon genug? Nee. Mist. Oh Gott. Ey. Du kannst uns nicht alle aufhalten. Doch. Und Boost. Habt ihr gesehen, was ich mit eurem Freund gemacht habe? Hey, synchron angreifen ist nicht fair. Oh Gott. Ey. Bitte? Okay. Stirb. Ich werde noch nicht sterben. Nimm das. Ich werde heute nicht sterben. Sicher nicht? Ein Eindringling. Das muss Baut okay. sein. Komm, weiter. So, du gehst mal hier hin. Zeig mal, was du kannst, BD. Okay, Baut ist auch schon da. Ist auch wieder eine ohne Namen? Ja. Komisch, ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier noch so ein paar mehr von diesen Kopfgeldjäger finden. Oder von diesen. Gut, dass du noch in doch, einem Kopfgeldjäger, Stück ne? Wir machen ja eigentlich Jagd auf Kopfgeldjäger. Und haben da eine schöne Statistik. Ich bin sicher froh, dass Marin sich der Crew angeschlossen hat. Ja, es freut mich, dass sie uns helfen will, Tenalor zu finden. Moment. Hörst du das? Zerstörer-Droiden. Perfekt. Schilde. Ach, das ist doch nicht fair. Okay. Frag mich gerade. Wir werden nicht stutzig, ne? Also ich vermute mal, dass wir, also als Kerl, das erste Mal habe ich mit meinem Meister während der Klonkriege gegen Droide Kass gekämpft. Ich bin erstarrt. Er musste sie ausschalten. Ich wette, er wäre stolz. Das hoffe ich. Okay. Ja, dann einmal scannen. Was gefunden, Kumpel? Meister Droidikas! Droidika, endlich haben wir welche. Droidika, Energieschilde absorbieren. Begrenzt Blaster- und Lichtschwerttreffer. Überlade sie durch rasche Angriffe. Tipp, sie werden versuchen wegzurollen, wenn sie sich näherst. Gib nicht auf, irgendwann wirst du sie in die Enge treiben.
zuletzt begegnet? Kobo. Ladegerüst, das ist das, wo wir gerade sind. Die von Kolikolden hergestellten Droidika. Droidika. Mit ihrer Panzerung und den leistungsstarken Schilden sind auch als Zerstörungsdroiden bekannt und sorgen auf jedem Schlachtfeld für Angst und Schrecken. Ihre zwei Repetierblaster sind schnell und leistungsstark und ihr individueller Energieschild schützt sie vor dem meisten Fremdbeschuss. Während des Klonkrieges hatten selbst die Jedi Angst vor den direkten Gefechten mit einem Droidika. Okay, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, irgendwie so verdammt unrealistisch.